Avos, Efas, Swissdrg. Sind das die Zauberwörter, die das Problem lösen, an dem bisher alle gescheitert sind? Ist das die Zauberformel, welche die Explosion der Gesundheitskosten in der Schweiz stoppt? Guten Tag, meine Damen und Herren. Das Schweizer Gesundheitswesen ist ein heißes Pflaster. Man bekommt viel, aber man bezahlt immer mehr dafür. Kein Land der Welt, mit Ausnahme der USA, gibt mehr Geld für Gesundheit aus als die Schweiz. Und mancher stöhnt über die Krankenkassenkosten, die sich in den letzten 20 Jahren fast verdreifacht haben. Unser Gesundheitswesen muss reformiert werden, da sind sich alle einig. Aber die magische Lösung des einen Akteurs scheint dem anderen Akteur oft als fauler Zauber. Das digitale HSK-Forum, das Sie sich gerade jetzt anschauen, hat ein hohes Ziel. Unter dem Jahresthema «Ambulante Versorgung, Kostenbremse oder Kostenfalle» wollen wir mit führenden Köpfen aus verschiedenen Ecken des Gesundheitswesens herausmeißeln, wie sich unser Gesundheitssystem verbessern ließe, welches uns so lieb und teuer ist. Vier Fachleute fordere ich jeweils eine knappe Viertelstunde zu einem Gespräch heraus, in dem sie die rettende Formel vom faulen Zauber trennen sollen. Avos, Efos, Swissdrg. Wer kennt die Parole gegen den Fluch der Gesundheitskostenexplosion? Hier ist mein Gast aus dem Lager der Preisverhandlerinnen, Eliane Kreuzer, Geschäftsführerin der Einkaufsgemeinschaft HSK. Herzlich willkommen in unserem Studio. Danke. Bei Ihnen muss man sagen, was genau macht die HSK und was macht die Preisverhandlerin in der HSK? HSK, wir verhandeln für die Krankenversicherer Helsana, Sanitas und KPT die Preise, die die Ärzte, Spitäler, Therapeuten, alle Leistungserbringer im Gesundheitswesen schlussendlich auf die Rechnung schreiben können. So ganz kurz. Und wir sind eine Mannschaft, wir sind in der ganzen Schweiz unterwegs, um diese Preise mit den Leistungserbringern zu verhandeln. Verhandeln, was müssen wir uns vorstellen? Eher so ein sanftes Teegeplänkel oder eine Saalschlägerei? Ich würde sagen, weder noch. Also es kann bei einem Teegeplänkel anfangen, es artet nie in einer Schlägerei aus, aber dazwischen gibt es harte Diskussionen, immer um Fakten. Also es ist kein orientalischer Basar. Man versucht am Schluss kostendatenbasiert, das ist so unser Credo, diese Preise zu verhandeln. Jetzt habe ich als erstes Zauberwort AVOS genannt. Das soll ja heißen ambulant vor stationär, weil männiglich davon ausgeht, dass es günstiger kommt, wenn man die Leute ambulant auch für einen Leistenbruch oder so etwas operiert und dann nach Hause schickt. Tragen Sie die Grundstoßrichtung des Zauberworts AVOS mit? Auf jeden Fall. Also ambulant vor stationär, das zeigen Vergleiche im Ausland. Ich meine, Kanada hat eine ambulante Rate von fast 70%, während die Schweiz nicht mal bei 20% ist. Und das fragt man sich schon, warum das so ist. Aber man darf nicht vergessen, hier sind einfach viele Fehlanreize. Und ich denke, wenn man diese Fehlanreize vermeiden könnte, dann würde sicher mehr im Sinne der richtigen Patientenbehandlung oder der richtigen Arztbehandlung darauf Wert gelegt und nicht auf die Finanzierung. Und am Ende vom Tag muss er immer schauen, was ist medizinisch indiziert und welches Bedürfnis hat der Patient. Die Schweizer Gesundheitspolitik, habe ich bei der Vorbereitung auch gesehen, ist mehr als ich noch dachte, eine komplizierte, heiße Buchstabensuppe. Und ganz wichtige Buchstaben, die ich aus der Suppe geholt habe, ist EFAS, das ist eine Forderung, die jetzt im Raum ist, oder ein politisches Anliegen, das schon weit gediehen ist, das dann heißen soll, einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Behandlungen. Weil was ist denn jetzt falsch, wie es jetzt läuft? Jetzt ist es eben noch nicht einheitlich. Genau. Heute besteht nicht diese einheitliche Finanzierung. Das heißt, wenn Sie bei einem Arzt eine Leistung beziehen, der Arzt untersucht Sie, dann bezahlt die Krankenversicherung 100% dieser Leistung. Haben Sie aber einen Aufenthalt im Spital, dann übernimmt der Kanton 55% davon und die Krankenversicherung nur 45%. Das scheint sofort, diesen Fehlanreiz scheint sofort ersichtlich, dass man sieht, ja, okay, es ist nicht gleich finanziert, da sind sicher unterschiedliche Interessen dahinter. Es kommt aber noch, es
Es ist so, dass hier dann der Kanton andere Interessen hat als auch die Krankenversicherung, oder? Zwangsläufig. Und die Frage stellt sich schon, was wäre denn eigentlich das Richtige für den Patienten? Und im Moment ist es also so, dass fast alle sagen, okay, was müssen wir machen, dann wird das einheitlich, keine Fehlanreize mehr, aber die Kantone wollen nicht. Die Kantone tun sich schwer und das kann man sich auch vorstellen, er beteiligt sich dann auch, halt auch an den ambulanten Leistungskosten, an denen er sich heute nicht beteiligt. Allerdings ist es ja nicht so, dass die Initianten sagen, es gibt dann, gelten dann die gleichen Quoten im, auch im ambulanten Bereich. Wie würde es laufen mit EFAS? Soweit ich das jetzt heute weiß, wird es so umverteilt, dass quasi die gleiche, wir um die gleichen Mengen an Geld sprechen, die dann verteilt werden, also die dann übernommen werden müssen, einfach zu 75% oder 25%. Also die Krankenversicherer übernehmen von allem dann 75% und die Krankenversicherer, die Kantone 25%. Jetzt erinnere ich mich vor vielleicht 20 Jahren, als man in den News zum ersten Mal gesagt hat, neue Lösungen müssen her. Pauschal Abgeltungen für Gesundheitsleistungen, weil sonst gibt es den Fehlanreiz, wenn ein Arzt oder ein Leistungserbringer bezahlt wird für jedes Ding, das er macht, dann macht er mehr Dinge, damit er mehr verdient. Das wollen wir nicht mehr pauschal. Und dann war die Angst aber groß im Raum über die Bloody Exits, dass man die Leute noch blutend ab dem Operationstisch nach Hause schickt. Und das Patient hatte ich schon auch gedacht damals, das will ich vielleicht gar nicht. Gibt es nicht dieses Risiko bis heute, dass man sagt, okay, ambulant soll der das machen und man ist nicht genug lange betreut? Ich glaube, da darf man nicht unterscheiden. Es gibt vermischen. Es gibt zwei Aspekte. Also das eine, diese Bloody Exits, diese Bedenken hatte man vor der Einführung der neuen Spitalfinanzierung und Swiss DRG, oder? Aber das Regelwerk ist so, dass diese Bloody Exits, wenn sie denn gäbe, wenn sie wieder zurück ins Spital kommen, dann gelten sie in den gleichen Fall. Also das Spital hat schon ein Interesse, dass die Patienten nicht wieder zurückkommen. Ach, das bringt oder? Nichts, wenn die die zu früh nach Hause Nein. schicken. Gut, man müssen sieht sie schon. Nachbessern. Man sieht schon, dass heute eher bedürftigere oder Patienten dann in die Reha zum Beispiel kommen, dass die Reha-Einrichtungen hier auch einen größeren Teil übernehmen. Aber grundsätzlich, wenn sie wieder zurück ins Spital kommen, macht das auf die Rechnung für das Spital, hat das keinen großen Einfluss, oder? Aber was man sagen kann im ambulanten Bereich, es ist ja nicht so, dass man jeden Eingriff ambulant durchführen kann. Es gibt ja hier klare Regeln und ich meine in Deutschland zum Beispiel, die haben eine sehr große Liste an Eingriffen, die eher ambulant durchgeführt werden sollen statt stationär. Also bei uns erst, glaube ich, 6 Eingriffe genau. auf der Bundesratsliste. Was genau. gehört dazu? Leistenbruch, weiß ich noch. Mit Augen etwas. Genau, oder Hämorrhoiden, ja. Venen, verschiedene solche Eingriffe, die ganz klar unbestritten ambulant durchgeführt werden können. Aber das komplizierte, ganz komplexe Eingriff, die sind bei uns noch stationär. Wird das so bleiben oder macht der medizinische Fortschritt hier alles neu? Da kann ich zu wenig in die Kristallkugel blicken, aber wir sehen, dass andere Länder mehr ambulant machen und ich glaube, es wird schon in diese Richtung gehen, oder? Aber welche das dann sein werden, das kann ich nicht sagen. Wie sehen Sie die Machtverteilung im Schweizer Gesundheitswesen? Also HSK, Sie kaufen ein für einen Teil der Krankenkassen, den kleineren, die anderen sind bei Santé Suisse organisiert. Da gibt es schon manchmal ein Machtgerangel, dann die Ärzte, dann die Spitäler. Wer hat die Macht letztlich im Schweizer System? Ich glaube, das schweizerische Gesundheitswesen ist und sollte sehr partnerschaftlich unterwegs sein. Und das ist auch im Gesetz so drin, oder? Es gibt immer diese Tarifpartnerschaft, dass man zusammen, das die Verbände, die Leistungserbringer, aber auch die Krankenversicherer und alle Akteure zusammen etwas erreichen. Und ich glaube, man muss schon schauen, welche Rolle hat jeder inne und was bis jetzt noch nicht so angesprochen habe, ist aber, dass auch der Kanton oder Bundesbern, aber vor allem diese Kantone auch eine große Rolle spielen. Ich meine, am Ende vom Tag müssen wir sagen, wir haben fast 26 Gesundheitssysteme oder jeder Kanton ist für sich unterwegs heute noch und die Kantone tragen verschiedene Hüte. Das ist für die Kantone nicht immer einfach, oder? Und da denke ich schon, ist eine gewisse
Machtkonzentration, wenn man dem so sagen will, vorhanden. Also der Kanton ist zum einen ein Planer, er muss für die Versorgungssicherheit seiner Bevölkerung sorgen, oder da macht er die Spitalplanung. Er ist Miteigentümer unter Umständen eines Spitals, er ist Mitfinanzierer, er genehmigt die Tarifverträge und wenn man sich nicht einigen kann, dann setzt er noch fest. Das heißt, dann sagt er, welcher Tarif zur Anwendung kommt, oder? Also das kann man sagen, hier ist schon eine gewisse Kumulation von Macht, aber das gibt das Gesetz auch so vor. Ist für die Kantone nicht immer ganz unproblematisch, oder? Und ansonsten hoffe ich mir halt schon, dass die Verteilung der Macht so ist, dass alle partnerschaftlich am Tisch sitzen. Weil alle haben das Ziel oder sollten das Ziel haben, die Kosten zu dämpfen. Wir geben über 80 Milliarden Franken im Jahr für Gesundheit aus. Alle, das belastet auch die Einzelnen. Sie selber wahrscheinlich, vielleicht haben sich Rabatt, weil sie da mitarbeiten. Aber also man zahlt ziemlich viel im Monat, 800 Franken, 1000 Franken manchmal an Prämien und so. Wie viel Potenzial ist drin. Alles kann man nicht wegsparen und die Kosten eindampfen. Aber wie viel Musik und wie viel Potenzial sehen Sie? Das wäre jetzt vermessen, hier von einer Zahl zu sprechen. Aber ich mache immer diese Erklärung. Ich meine, die Gesundheitskosten am Schluss sind immer eine Menge mal ein Preis. So ist es ja überall, oder? Und wir als HSK arbeiten an diesem Preis. Wir versuchen, diesen Preis natürlich im Sinne der Prämienzahler möglichst gering zu halten oder tief zu halten. Also aber immer so, dass die Leistungserbringer ihre medizinische Leistung erbringen können. Und der große andere Teil, das ist diese Menge. Und die Menge zu beeinflussen, ist sehr schwierig. Also das ist zum einen der Patient selber, der zum Arzt geht, der ins Spital geht. Dann gibt es diese Nachfrage, die doch sehr stark auch angebotsgeprägt ist, oder? Es gibt dieses neue Gerät, also nehme ich das jetzt in Anspruch oder irgendein Leistungserbringer hat dieses Gerät und will das möglichst ausnutzen, oder? Und es gibt schon, unsere Anspruchshaltung ist schon stark da, oder? Ich habe jetzt was, jetzt will ich was und jetzt gehe ich. Und es ist sicher auch so, dass vieles wahrscheinlich doppelt gemacht wird, oder? Diese Überversorgung, die auch immer wieder im Raum steht. Also von dem her, man kann es sich ganz einfach machen. Menge mal Preis. Den Preis, an dem arbeiten wir, die Menge, die kann ich selber mit beeinflussen. Sie haben gesagt, Sie stehen letztlich im Solde der Prämienzahler und Zahlerinnen. Und wenn es Umfragen gibt, glaube ich, sagen die oft, die wollen sich auch nicht viel wegnehmen lassen. Also der Schweizer, die Schweizerin wollen sich ein gutes Gesundheitssystem leisten. Ja, das ist sicher so. Ich meine, ich sage immer, es arbeiten so viele Leute in dieser Gesundheitsbranche, oder? Und inklusive mir, wir verdienen unser Geld hier. Und ich glaube schon, wir leisten es uns heute noch. Und wir haben aber auch den Anspruch, wenn ich dann was habe, dann will ich das. Und ich will das zum richtigen Zeitpunkt und sofort und das Beste. Aber es gibt Ineffizienzen, wie überall natürlich. Und die sollte man wahrscheinlich wegdampfen, am besten so schnell wie möglich. Was lehrt uns jetzt diese Jahrhundertkrise, Corona, Covid-19? Was kann, was muss das Schweizer Gesundheitssystem daraus lernen? Ich war sehr überrascht. Also das kam ja und auf einmal war es dann da. Und ich war sehr positiv überrascht, was das Schweizer Gesundheitswesen alles geschafft hat. Also innerhalb kürzester Zeit wurden dann neue Strukturen aufgebaut oder Betten neu herangeschafft, alles umorganisiert, Hotels wurden umfunktioniert, irgendwelche Lazarette wieder von den Toten sind wieder auferstanden quasi. Und recht schnell auch hat man an der entsprechenden Finanzierung gearbeitet in Bundesbern mit allen involvierten Parteien. Und das war sehr imposant zu sehen, dass es doch geht. Sie geben oder? Gute Noten dem System in dieser Krise. In dieser Krise so, ja. Aber wir dürfen jetzt nicht vergessen, dass wir jetzt sagen, ah, schau, das war jetzt eben gut, wir haben so viele Spitäler. Nein, wir müssen an dieser Diskussion, die wir vor Corona hatten, mit wir haben zu viele Spitäler, Überkapazitäten gibt es. Wir müssen die jetzt wieder aufnehmen und nicht denken, ah, durch Corona können wir jetzt so weitermachen, wie wenn das nicht gewesen wäre. Also ich glaube, wir müssen wirklich hier sehen, in der Krise können wir, aber das heißt nicht, wir müssen für jede Eventualität gewappnet sein. Werden wir noch lange die Folgen spüren oder versickert das finanzielle Problem bald? Nein, also wir als HSK, wir haben dieses Problem noch länger auf dem Radar, weil das wird ja jetzt dann in die
Tarifberechnungen für die kommenden Jahre einfließen und wir übernehmen, also die Grundversicherung übernimmt immer die Kosten, also die maximalen Kosten der Leistungserbringer, sprich der Spitäler, die sie gebraucht haben in der Vergangenheit für die Patienten. Und die Leistung muss effizient sein. Aber wenn wir jetzt schauen, dass sie jetzt im Jahr 2020 so viel mehr Kosten hatten, wie die Spitäler im Moment ausweisen, dann wird das zwangsläufig in Zukunft in die Tarife einfließen. Und das müssen wir versuchen, irgendwie abzufedern, wie wir mit dem umgehen. Das müssen wir jetzt schauen. Da haben Sie schon Ideen oder entwickeln welche, wie man das wieder rausdampft? Ja, also wir sind hier mit der Branche im Austausch, weil das Problem haben nicht nur wir als HSK, ja, sondern das schauen wir mit der Branche an, wie man das am besten angeht, zusammen auch mit den Leistungserbringern natürlich. Zum Schluss, Sie verbringen Ihren Berufsalltag damit zu verhandeln, alle anderen Interessengruppen kennen Sie, reden mit ihnen, kämpfen oder streiten mit ihnen. Wo würden Sie den Hebel selber ansetzen? Wie und wo könnte man am schnellsten etwas für die Kostendämpfung tun? Wir haben schon gesprochen von AFOS, EFAS. Ich bringe noch ein anderes Wort rein. Das haben wir eher geprägt, so dieses Silo-Denken. Ich glaube, heute haben wir verschiedene Tarifsysteme, die sind nicht unbedingt durchlässig. Oder wir haben eben eine unterschiedliche Finanzierung ambulant und stationär. Wir haben 26 Kantone. Oder wir müssen zusammen daran arbeiten, dass Grenzen überwunden werden oder dass man hier ein bisschen über den Tellerrand denkt und eben diese Silo-Gedanken abbaut. Und spüren Sie schon Ansätze, dass andere auch in diese Richtung die Fühler ausstrecken? Ja, ich glaube, da kommen wir nicht drum rum und das gibt schon Interessen, aber es kommt auch immer darauf an, was will man und was ist dann gesetzlich überhaupt möglich, oder? Und es ist ja einiges in der Vernehmlassung und einiges wird andiskutiert. Ich spüre heraus, es hat noch Potenzial. Es hat auf jeden Fall noch Potenzial. Elian Kreuzer, herzlichen Dank für das Gespräch. Die Interviews am HSK-Forum 2020 kamen digital zu Ihnen. Corona hat eine persönliche Begegnung diesmal verhindert. Wenn Sie wollen, sehen wir uns am nächsten Forum mit einem neuen spannenden Thema wieder. Und dann, wenn alles gut geht, live.